Ich glaube, die letzten Tage waren für uns alle schwierig. Es waren keine einfachen Tage und gehen Sie davon aus, dass es auch die ein oder andere Nacht gab, in der ich nicht wirklich gut geschlafen habe. Das sind auch so die Seiten dieses Jobs, die nicht besonders viel Spaß machen, aber das gehört eben auch dazu, vor allem wenn man sich, wenn man einen Trainer freistellt. Und ich habe ja auch irgendwo gehört, wir hätten irgendwie, es wäre eine Panikreaktion oder sonst irgendwas. Das hat mit Panik überhaupt nichts zu tun, sondern wir haben alles uns genau angeschaut. Wenn das irgendwie eine Reaktion aus der Emotion heraus gewesen wäre, dann hätten wir die ja eher dann am Montag gleich getroffen, aber das haben wir ja nicht getan, sondern wir haben uns alles nochmal angeschaut. Und ich habe es gerade gesagt, wo kommen diese Schwankungen her? Und das Ganze hat ja schon so ein bisschen auch in der letzten Saison begonnen. Dann auch mit den unkonstanten Leistungen. Villarreal, dann auch das Pokalspiel gegen Gladbach. Trotzdem ist diese Mannschaft immer auch in der Lage, ja, Highlights zu setzen, großartige Leistungen zu bringen, aber dann eben auch immer wieder zeigt sie unverständliche Schwächen. Und wir haben dann ja auch den Kader nochmal verstärkt vor Beginn der Saison. Und ich denke, wir haben jetzt da einen der besten Kader in Europa. Da wir aber jetzt unsere Ziele als nicht nur für diese, sondern dann eben auch für die nächste Saison einfach als gefährdet angesehen haben, sind wir irgendwann zu dem Schluss gekommen, dass wir Julian freistellen.